Rouge, Rouge. Hä, was, was, was denn? Hey, wie sieht's mit der Redstone-Schule auf? Redstone-Schule, wieso? Wir haben, doch noch Zeit, oder? Wir haben 16:30. In einer Stunde muss sie online sein. Was, 16:30? Donnerstag 16:30? Halbe Stunde? Ja. Was zeigen wir denn? Ja, komm, ich muss das ja auch noch schneiden, den Kram. Ja, warte mal, also spiel mal das Intro ein und in der Zeit bauen wir mal schnell Intro, was, ne? Intro, okay, ich baue das Intro schnell ein. So, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Redstone-Schule, die wir natürlich lange geplant und lange vorgebaut haben und nicht ganz spontan in letzter Sekunde zusammengeklöppelt haben, weil wir nicht mehr wussten, dass heute schon Donnerstag ist. Es wäre ja das erste Mal, dass ich irgendwas zu spät hochlade oder das falsche Video hochlade oder so. Nein, wir haben das alles natürlich schon vor Wochen gedreht, geplant und umgesetzt und ihr kriegt jetzt ein schon ewig in der Konserve liegendes Video. Wir haben für euch nämlich diese wunderschöne Tür hier vor Wochen schon gebaut. Ja, genau. Vor Wochen. Also du hast mich nicht drauf, wie ich baue, ne? Doch. Okay. Psst. Ist egal. Mach einfach weiter. Ja, genau. Wow, was war denn das? Eine Wand geht auf und wir haben einen Durchgang mit Treppe, mit Stufe. Amazing. Ja, was passiert denn eigentlich hier genau? Ihr seht, die Stufe, die ist immer zwei weiter gewandert, deswegen hat man die nicht mehr gesehen. Zack, da ist sie komplett hinter der Säule verschwunden. Und da kommt sie wieder raus. Und hier ist ein Schlitz nach oben. Da oben könnte theoretisch auch abgedeckt sein, sodass das dann wie eine Tür aussieht. Aber da hatten wir wohl damals, als wir das gedreht haben. Ich meine, wir haben das ja gerade, also das ist ja... Ja, genau. Wir haben das vergessen, da oben einfach was drüber zu bauen. So, Busch, erzähl nochmal was. Ja, genau, das ist im Prinzip eine ganz einfache Pistentür hier, die sich eben aufschiebt. Jetzt habe ich oben noch mehr drüber gebaut. Ah ja, jetzt sieht es aus wie eine Tür, siehst du. Und die lässt sich schön mit einem Hebel hier eben öffnen und schließen. Mhm. Und ja, wie haben wir das Ganze gemacht? Also hier unten kommt das Signal eben von dem Hebel. Das kennt ihr ja schon, ne? Das habt ihr ja schon gelernt hier. Hebel ist da oben und gibt an den Block darunter das Signal weiter. Genau, und dieser Block hier, der hat jetzt einmal hier auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite jeweils einen Signalverkürzer. Und zwar die rechte Seite hier, also von Rouge gesehen, die aktiviert sich dann, wenn der Hebel angeschalten ist, und die linke Seite hier, wenn der Hebel ausgeschalten ist. Und Signalverkürzer hat man ja schon mal in einer Folge, das heißt, denke ich, müssen wir nicht nochmal lecken. Nein, den erkennt ihr, oder ihr schaut halt nochmal die vorletzte oder vorvorletzte oder vorvorvorletzte Folge. Ach, guckt sie einfach am besten alle nochmal. Da findet ihr dann Signalverkürzer hier und versteht auch, wieso der funktioniert, wie er hier aufgebaut ist. Genau. Die Signalverkürzer geben eben dann das Signal direkt an diese Torch Tower ab. Die hatten wir vorletztes Video, oder? So. Die hatten wir vorletztes Video mit drin, genau. Ja. Beim Thema Verkabelung. Ja, genau. Und diese bepowern dann die Tür. Und das erklärt mal kurz der Rouge, wie das mit den Pistons funktioniert. Genau, also ihr seht hier zum einen links und rechts Pistons. Es gibt aber einen Unterschied zwischen den Pistons links und rechts, denn links, das sind keine Sticky Pistons und rechts sind Sticky Pistons. Ihr habt es gerade gesehen, hier werden die Blöcke einfach nur vorgeschoben, bleiben vorne stehen, während der Piston zurückfährt. Und hier seht ihr, dass die Blöcke wieder mit zurückgezogen werden. Der Effekt ist einfach, dass rechts die Blöcke das Ganze nach links schieben. Und links, der schiebt sie einfach wieder zurück in die Mitte. Aber das erklärt noch nicht, wieso der Block hier unten mit der Stufe zwei nach links und zwei nach rechts rutscht. Das passiert nämlich hier. Ihr seht, da ist ein Piston verbaut und da ist einer verbaut. Und hier drüben ist das auch so, da gehe ich nochmal runter. Da sind ebenfalls zwei Pistons verbaut. So, und wenn wir uns das anschauen und der Busch wählt nochmal den Hebel kurz an, dann ist es ganz spannend zu sehen, hier ist ja jetzt ein Piston quasi im Nirgendwo. Der hat keine direkte Leitung, die da hingeht, der hat keinen Repeater, der da hingeht, der hat eigentlich gar nichts. Der bekommt seine Energie quasi von dem Block hier oben. Ihr seht, da läuft ein Repeater direkt in den Block rein, das heißt, der Block wird mit seiner vollen Energie 15 Stärke befeuert und gibt die nach unten ab. Und dadurch wird hier der Piston ausgefahren und wieder eingezogen. Und damit das Ganze auch vom Timing her funktioniert, es muss ja der innere, das ist der äußere Piston, das ist der innere Piston, muss ja später ausfahren als dieser und muss vorher wieder einfahren, bevor der andere zurückzieht, sonst klappt das ganze System nicht. Und das ist eben hier durch diese,
Direktbepowerung durch das Redstone und die indirekte oder zweitrangige Bepowerung durch die Repeater, die hier oben drauf liegen. Hier ist es nicht oben drauf, sondern seitlich eingeführt. Seitlich eingeführt klingt irgendwie komisch, aber das lassen wir so. Und genau, dadurch funktioniert eben dieser Trick mit... Aua! Dieser Trick mit dem Doppelverschieben. Ja, und so kann man diese Tür bauen. Und im Grunde, die ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch, losgelöst von der Stufe. Das kann man aber auch nur 2 hoch machen. Das kann man aber theoretisch auch 40 hoch machen. Nur dann muss man ein bisschen länger schon Redstone-Schule schauen, weil man zwischendrin das Signal nochmal verstärken muss. Und wie das funktioniert auf so einer... Ihr seht es hier, upsala, wenn ich nicht runterfalle, seht ihr es. Ihr seht es hier, da ist diese Redstone-Treppe, die solltet ihr auch kennen aus den Videos. Die hört halt immer auch auf von der Energie her. Ja, und das auch, wenn die 15 Stärken halt aufgebraucht sind. Und da muss man noch ein kleines Zwischenstückchen einbauen, das das Signal verstärkt. Aber an sich ist das bis ins Unendliche führbar. In der Theorie. Ja, bis zur maximalen Bauhöhe, auf jeden Fall. Genau. Das ist ja das Unendliche auf Griefer Games. Ja. Ja, und so könnt ihr schön in einer Wand eine wunderbare Tür verstecken, die keiner erahnt und die sogar eine Treppe hat. Theoretisch könnte dahinter jetzt auch eine Treppe direkt weitergehen. Es könnte sein, dass hier nächste Stufe kommt und man dann so eine Treppe hochläuft direkt und einfach nur statt einem Gang oder einem Raum eine Treppe versteckt. Genau. Ja, so viel dazu. Aber wir haben noch ein kleines anderes Anliegen, richtig? Ja. Und zwar gehen uns ein bisschen die Ideen aus. Also die Ideen gehen uns nicht aus. Ideen haben wir massenweise, aber wir wollen euch nicht überfordern. Ja, und wir wissen auch nicht so ganz, was ihr denn eigentlich alles sehen wollt. Richtig. Uns fehlt ein bisschen Feedback. Das heißt, es wäre wunderbar, wenn ihr es schafft, unter die Kommentare zu schreiben, was ihr gern sehen würdet. Ob wir weiter Grundwissen vermitteln sollen, die Grundschaltungen zeigen und erklären, ob wir komplexere Systeme bauen sollen, vielleicht auch die ein oder andere Farm zeigen sollen, wie man sie gut, geschickt, kompakt baut. Oder was hast du für Ideen, Busch? Ja, ob ihr eben Türen sehen wollt oder Treppen, die sich öffnen oder sonstiges. Also so Geheimgänge nenne ich es jetzt mal. Oder ob ihr einfach wissen wollt, wie man verschiedene Input-Signale erzeugt oder wie man Items abzählt und daraus ein Signal erzeugt oder so. Gibt es ja eben das, wie man eine Schaltung ansteuert, da gibt es ganz viel, und eben was eine Schaltung bewirkt, da gibt es auch ganz viel. Genau. Tauschautomaten, Sachen auslösen, Rätselgeschichten. Gibt viele Optionen. Und wenn ihr uns was unter die Kommentare schreibt, dann schreibt doch gleich euren Ingame-Namen, euer CB dazu und vielleicht das Hashtag Redstone. Ich würde auf jeden Fall für meinen Teil einen Beacon verlosen unter die Kommentare, die Hashtag Redstone haben und bei denen auch tatsächlich eine Idee dabei steht. Und Busch, ich glaube, du hast da auch noch so eine Idee, ne? Genau, und zwar bei demjenigen, von dem wir wirklich dann die Idee nehmen, also der Erste, von dem wir die Idee nehmen und der Erste, der diese Idee auch reingeschrieben hat, der kriegt auch noch eine kleine Überraschung von mir in Form einer Schaltung. Das heißt... Die erste Idee, die wir in eine Folge übernehmen, und natürlich, wenn die Idee mehrfach kam, der Erste, der diese Idee geäußert hat. Richtig? Ganz genau. Wunderbar. Dann haut rein, schreibt das in die Kommentare, schreibt euch die Finger wund. Wer, falls es das noch gibt, wer bis heute kein Abo dagelassen hat, es wäre die Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren, damit ihr mitbekommt, was los ist, was an neuen Dingen kommt. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch auf meine anderen Formate zu verweisen. Das heißt, es gibt montagsabends in aller Regel um 21.15 Uhr einen Livestream. Auch während der Woche kann das mal passieren, aber der Montagabend ist safe gesetzt, der ist eigentlich immer da. Es gibt die neue Sendereihe Frag einen. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel Frag einen Gescammten, wo der liebe Always Brocky alles verloren hatte. Und wir haben diese Woche Freitag Frag einen Echtgeldhändler. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben im Interview einen Echtgeldhändler und auch die Community hat Fragen dazu gestellt. Das wird eine ganz spannende Sache. Die ist bereits fertig geschnitten und im Kasten. Und am Freitag um 20 Uhr könnt ihr diese Folge sehen. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Und ja, Busch, hast du noch was zu sagen? Bis auf Tschüss habe ich nichts mehr zu sagen. Na dann, macht's gut. Tschüss. Bis dann.
So, und zum Schluss habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Nämlich in meinen Livestreams könnt ihr bei einer Spende ab 25 Euro, also einer 25 Euro Donation, ein kleines Dankeschön von mir erhalten. Und zwar diese Rouge 83 Tasse. Aktuell sind noch 8 Stück verfügbar. Seht es einfach als kleines Dankeschön für euren Support. Mit 25 Euro Donation im Livestream könnt ihr euch also diese schöne Rouge 83 Kanalbanner Tasse sichern. Jetzt aber wirklich Schluss. Bis dann, euer Rouge 83.